So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout 4 hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir sind immer noch in Vault 88, aber wir haben soweit alle Quests abgeschlossen. Perfekter Bürger ist das nächste für Vault 88. Ich würde aber jetzt wirklich erstmal so rausgehen und wir haben alles, wir haben die ganzen Vault-Teile verbunden. Ich habe mal ein bisschen gelesen, wie das so läuft. Also man kann jetzt wirklich alles bebauen hier. Das, ja, der Haupteingang bietet sich natürlich für ein Atrium an, also für einen Flur, würden wir im Osten sagen, quasi. Wo dann von da aus sich die ganzen Wege verteilen, und so werde ich es dann wahrscheinlich auch machen, so denke ich mal. Aber ich werde ein bisschen offscreen arbeiten, weil das ist echt viel und ich weiß nicht, ob das ins Let's Play passt. Was ich aber gesehen habe, kann ich kurz zeigen. Wir haben die Vault-Strukturen jetzt gekriegt. Und zwar bei Strukturen. Da sind sie, Vault-Strukturen. Also wir können jetzt hier, ich keine Ahnung, wie ich die kriege, da vielleicht durch den Abschluss der Quest, ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. Wir müssen aber immer schnell ein Bett irgendwo hinsetzen. Das machen wir jetzt kurz noch, damit uns das Ding nicht... Zwei Leute ist der Aufseher. Wir müssen essen, Wasser. Wir müssen da jetzt mal provisorisch irgendwo schnell was hinsetzen. Und dann werden wir hier uns ja, über Dauer damit beschäftigen. Hier gibt es genug zu tun. Atrium. Da muss ich mich selbst erstmal mit beschäftigen. Das ist ein bisschen rumgefahren. Da vorne sind Skorpione. Ey! Wieder einen Kern alle. Müssen noch gucken, wo wir die Kerne herkriegen. Günstig. Hey, ich sehe dich. So, wir müssen natürlich noch ein bisschen leveln, also müssen wir alles kaputt schlagen, finden. Keiner. Also da haben wir noch einiges zu tun. Das Atrium mal sehr groß machen. Also wenn du kommst dann, ich hätte gern, dass du reinkommst in die Vault und dann denkst du erstmal, what the fuck? Hier sind sogar noch ein paar Teile fürs Atrium. Die können wir wahrscheinlich noch verwenden dann. Da geht's raus. Da oben geht's raus, glaube ich. Alles ein bisschen verwirrend. Ja, hier ist es. So, dann werde ich erstmal offscreen, wenn ich hier ein bisschen Zeit habe, die Tage. Ich werde erstmal hier aufräumen rundherum. Muss mal alles raus, was keine Miete zahlt drin. Und dann werden wir uns so nach und nach hier das Atrium erstmal befleißigen. Und ja, dann müssen wir gucken, wo die... Ich muss das mal alles rausräumen, die ganzen Züge, und das kann ja mal alles weg, das ist ja alles kein Deko hier, Dumbe. Und wenn wirklich, müssen wir uns dann halt eine Deko-Mod installieren. Also muss das mal alles sauber gemacht werden. Ich muss das mal sehen, wo wir hier hin wollen. Hier ist, glaube ich, in die Richtung geht's, ja. In die Richtung geht's in den Nordsektor. Hier wird es einen fetten Tunnel geben. Genau, das ist gut. In Richtung fetter Tunnel, und dann gibt es natürlich... Da drüben ist noch der Nordostsektor. Da geht es dann hier lang, ja. Und dann gibt es noch den dritten Sektor, glaube ich. Und diese Zugdinger, die werde ich hier, ja, da werde ich dann so einen Wartungsraum machen hier hinten. Da wo die Zwerge, das machen wir schon irgendwie. So ein Ankunftsbereich für Ware und so. Da, die müssen ja auch ihr Zeug gekriegt haben und so. Wir bauen die Vault richtig aus, so wie als wenn wir uns, als wenn das ein Vault-Tech wäre. Vielleicht gehen wir uns aber nochmal Vault 181 mal angucken, wie das da gemacht ist. Gut, dass wir den Eingangsbereich hier schon haben. Da brauchen wir jetzt nicht so viel dann machen. Genau, hier unten ist der Dings. Das kommen wir ein bisschen aufräumen. Ein bisschen dekorieren. Ein bisschen Kisten wegräumen. Dann ist das schon gut. Denke ich mal. Und ich werde jetzt hier. Hier müssen wir jetzt die Quest weitermachen. Aber ich will die Quest Ost weitermachen, wenn wir halbwegs einen Schlafbereich und was zu essen haben. Weil so ist blöd. Die hängen wieder in der Luft jetzt. Die rennen hier rum. Ich mache hier irgendwo was hinsetzen. Aber das ist auch irgendwie doof. Mein Vater meinte immer, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein.
Erschieß es. Ja, guter Vater. Wir werden jetzt hier ein Bett hinsetzen. Einfach damit der, die Frau da zufrieden ist. Wir brauchen zwei, ein Bett haben wir. Wo hat die ihr Bett? Vielleicht in so eine, wollen wir das in so ein Bauding reinsetzen? Das können wir natürlich machen. Strukturen, nicht. Möbel, Betten, hier so ein altes. Ich kann mal so einen Bauwagen, können wir vielleicht benutzen. Geht das? Eigentlich ja. Die Vault-Tech-Kiste. Wir setzen es auf das Grüne hier. Da kann nichts passieren. Das ist was Atrium wären, aber. So, jetzt haben wir das Bett noch dahin gesetzt. Energie ist grundsätzlich da. Warum ist Energie da? Da muss es irgendwo einen Generator geben, von dem ich noch nichts weiß. Das wird sich aber dann alles zeigen. Es geht ja noch um Wasser dann. Ich glaube, wir müssen irgendwie noch Wasser produzieren und so weiter und so fort. Wir brauchen Wasser. Produktion ist das, glaube ich. Ja, hier Ressourcen. Wasser. Bumbi Bumbi. Das ist nur, das ist nur provisorisch. Für die Leute, die sich jetzt da daheim in ihren Computer speisen oder in ihr Handy. Das ist nur provisorisch. Wir kümmern uns um Vault 88, so wie es gebührend ist. Aber ich möchte gerne jetzt ein bisschen in der Quest weitermachen. Ich habe die letzten paar Tage noch gebaut. Ich werde dann offscreen nochmal herkommen. Dann räume ich erstmal alles raus. Und dann überlegen wir uns zusammen in irgendeiner Folge am Anfang, wie wir hier vorgehen. Und dann werde ich das offscreen umsetzen. So ist der Plan erstmal. Und mal gucken, ob das klappt. Schutz jetzt noch. Keine Ahnung, da hat wahrscheinlich nicht so viel Böses ab und zu kommen, aber wir machen einfach, damit das Ding, damit die zufrieden sind. So ein billiges Geschütz. Damit die Moral nicht unten ist, kann ich das hier unten bauen. Ja. So, da ist das oben. Wasser, Essen. Essen fehlt noch. Okay. Da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt was zu essen bauen kann. Na doch, hier, guck. Mais habe ich dabei. Produziert 0,5. Das ist nur benötigt. Ich habe jetzt gerade nichts zu essen dabei auch. Das war Zufall jetzt. Ich hoffe, das reicht. Ich muss nochmal herkommen. Da komme ich dann nochmal her und hänge das nochmal ab. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Auf jeden Fall so, das ist der Haupt, das ist der Hauptplan. Wir kommen hier rein. Genau, hier ist Dekontaminierung, das ist gut. Alles ein bisschen eng, ein bisschen, bisschen dingsig. Hier muss ordentlich aufgeräumt werden. Dann kommst du hier rein. Hier geht es dann in so einen, in den Sicherheitsbereich. Das bleibt auch so. Nach Security, das bleibt auch so. Und, dann geht's hier rein und dann kommst du hier rein und dann hast du hier ein riesen Atrium. Das wäre richtig gut. Und denkst du, what the fuck? Genau, und dann hast du hier eine kleine Kreuzung und dann hier so ein bisschen in der Mitte, so ein bisschen ein Essbereich oder sowas, keine Ahnung. Mal sehen, wie wir das dann handhaben wollen. Das weiß ich noch nicht. Gut. Dann haben wir jetzt 8 Minuten hier uns in der Vault nochmal beschäftigt. Wie gesagt, die Questen machen wir dann. Ich habe jetzt noch diese vom Ausseher gesucht. Das ist hier, wo ich Piper gesucht habe in der letzten Folge. Krieg ich nicht mehr weg. Weiß ich nicht, warum ich die nicht abschließen kann. Perfekte Burger, die machen wir dann. Und wir schalten sie auf Imogen um. Und da geht es jetzt weiter mit Imogen. Würde ich sagen. Alles klar, Piper. Müssen wir wieder duschen. Die müssen wir wieder duschen. Ja, wir müssen das natürlich, dadurch, dass wir diese Dirt-Mod drauf haben, müssen wir natürlich auch mal ab und zu duschen gehen. Das bedeutet aber auch, dass wir, die ein bisschen entschleunigen müssen, die ganze Kasterei. Also wir müssen dann schon mal nach Hause reisen, nach Sanctuary. Und wir haben ja bald dann ganz überall mal ein Haus, überall mal so ein Unterschlupf, den wir benutzen können. Auch hier in der Wald werden wir uns natürlich schönen Besitzer-Dings bauen. Nicht hier wegräumen. Ja, oder nicht?
Okay. Naja, gut. Auf geht's, hier geht's raus. Bisschen blöd, ne? Das ist so komisch ist. Wenn wir draußen sind, machen wir eine Schnellreise. Hätten wir natürlich von innen auch reisen können. Das wäre gut gewesen. Wir brauchen jetzt noch 3 Level, bis wir die Wissenschaftswelt oben haben, dass ich die Stromkram anschließen kann. Der eine oder andere fragt sich, warum ich keine. Aua! Boah, das war ungewohnt gewesen jetzt. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum ich jetzt keine Mod für die ganze Elektrik installiere. Weil ich erstmal so sehen will. Mod ist schnell installiert. Wir müssen ja auch mal irgendwo das Spiel als Spiel lassen. Gut, dass Dings gehört jetzt auch nicht dazu, das Get Dirty gehört jetzt auch nicht dazu zum Spiel. Aber so, das ist eine Bereicherung, finde ich. Wie die aussieht. Muss er wirklich duschen. Hat überall Blut. Bleib mal stehen, Piper. Geil. Wo ist der kleine Schau, das geht weg. So. Wir haben ja schon gelootet. Das nennt man Angst. Wir müssen natürlich den ganzen Kram mitnehmen. Ich habe so viele Ressourcen verbraucht für die Häuser, die ich jetzt gebaut habe in Sanctuary. Gerade eine Kugel um die Ohren geflogen. Warum? Wo sind sie hin? Ich auch nicht. Ja, Mann. Piper ist schon gut. Wird natürlich nicht unsere einzige Begleiterin bleiben, aber die soll auf jeden Fall, wenn es geht, irgendwie mit ihrer Schwester in Link wohnen. Oh, den Hammer will ich. Den Hammer. Oh, ich hab ja den Hammer aus der Hand geschlagen. Wieder aufgehoben. Bin mir nicht mehr sichtbar, aber er ist wieder aufgehoben. Super Hammer. Mein Rucksack, mein Hammer, nichts ist kaputt. Mein Anzug. Schon wieder. Warte mal, Inventar. Waffen. Super Hammer. 117 Schaden, Alter. Kannst du was für Papi? Und dann auch die 1 damit. Ich bin überladen, nein. Shit. Ach, fuck, Mann. Tun wir mal den Vorschlaghammer entsorgen, oder? Hat die Impro-Pistole weg. Reicht das dann? Ne, noch nicht ganz. Reicht immer noch nicht. Ah. Kleidung. Besser kaufen bei Kick. So, jetzt. Ich darf nichts tragen jetzt. Nichts mehr looten, nur noch Brotkorb oder so. Ja, Mann. Und schon wieder beladen. Ich muss unbedingt mal mit Piper reden. Oh, oh. Piper, komm mal her.
Boah, komm mal her. Kommt aber auch nicht. Ich muss hier irgendwas jetzt reinpacken. Das ist so eine Scheiße, Mensch. Muss man mehr auf Dings leveln. Glaube ich. Kampfausrüstung. Brauche ich jetzt zwar alles nicht. Jetzt aber gern zerlegt. Schade, dass man das nicht wie bei Dings momentan einfach alles zerlegen. Im Inventar. Der ist jetzt. Ich glaube, das war's, oder? Die haben es mit mir gebracht, ja. Ich glaube, das war's. Wollte das gar nicht jetzt. Keine roten Punkte mehr auf der Map. Das sind so geile Poster hier. Ich glaube, dafür werde ich mir mal welche bestellen, hinter mich hängen. Mit diesem Greenscreen ist immer so schön, schön das ist mit diesem Greenscreen, dass der hinter mir ist nichts. Aber den musst du ja mal unglaublich den Raum beleuchten. Und das stört beim Spielen unglaublich, finde ich. Die Piper, wo bist du? Muss aber jetzt den Zeug bei mich tragen. Hier stimmt irgendwas mit der Unterwäsche nicht, habe ich gesehen. Bei den Raider Abenteurer. Ich habe so einen Symbol-Mod drauf, ich glaube, den muss ich wieder runter machen. Symbolisch 2.0 oder sowas heißt der. Da sind die ein bisschen mehr wie die Fernsehserie und so, aber es sieht nicht so toll aus. Und die Unterwäsche ist kaputt. Aber dafür, das kannst du halt nur, das sowas siehst du halt nur beim Testen. Ne? Du installierst du eine Mod und guckst in Verbindung mit den anderen Mods, die du drauf hast. Aber sowas siehst du halt nur beim Test. So, wo ist Piper? Da ist Piper. Happy. Ich hoffe, dass das Blut dran bleibt von der und dass die jetzt abwaschen muss. Sehr gut. Hey. Wohin? Aber dreckig ist er auf jeden Fall. Nicht zu. Ach, das heißt greifen. Ich möchte dir einfach nur ein bisschen Zeug geben hier, ne? Was du nicht anziehst, bitte. Holzschlüssel, den brauche ich. Automatische Kampfblinde 50. Dieses geile Bleirohr, das muss ich dann in mein Dings bringen. Das haben wir von der Myrolog-Königin gestern gekriegt, also bei der letzten Folge. Das Schwert des Revolutors. Gebündelt. Doppelte Schrotflinte. Impro-Gewehr. Taktisch. Hochleistungs oben. Hier ist oben ein Stechabzug. Oh. 33 Damage. Ach, das ist ein Schrotzer, oder? Kampfgewehr, ne? Kampfgewehr ist keine Schrotflinte. Automatische Kampfflinte. 50 Damage. 116 DPS. Wo ist unsere aktuelle Flinte? Hab ich die jetzt gerade rausgetan? Ne, taktisch Kampfgewehr. Da unten ist es 136 und 41 Schaden. Die Kampfflinte hätte mehr. Braucht aber, was braucht die für Munition? Schrot. Und unsere Kampfflinte braucht 45er. Da behalte ich die noch ein bisschen. Bei 45er auch mehr als Schrot. Glaube ich auch zu Hause. Da müssen wir mal genau gucken. Nur 89. Ich würde ja gerne noch ein paar Klamotten geben, aber ich habe Angst, dass sie dann sich umzieht. Ach nee, mach die nicht automatisch. Und sein Wissen, dass sie die Kampfausrüstung anzieht. Aber die nehmen wir dann eh wieder weg. Ich werde zwischen den Folgen mal kurz nach Sanctuary reisen. Duschen. Und Piper ausräumen. Okay, danke für deine Hilfe, Pipey. So, und eigentlich wollten wir ja nach Imogen. Hier ist die Markierung, Bewegung, Markierung entfernen. Das wollte ich so machen die ganze Zeit. Und hier ist Good Neighbor. Ness. Fusion. Mass Fusion Gebäude. Old Bookdings. Irgendwas. Hier kann ich nicht hinreisen. Also geht's jetzt hier nach Bookstore. So, dann machen wir die Imogen Quest endlich weiter.
Weiß nicht, wer das ist. Ich habe keine Ahnung, die soll in irgendeiner Bar rumhängen. Und wir müssen die jetzt finden, dass die Schwester von dem Doktorchen. Natürlich jetzt schon wieder drei Folgen fast, wo man die angenommen, die Quest. Aber ich dachte, dass die Vault halt. Na gut, ja, die Vault wurde angegriffen. Ne? Also ja, gut, dass wir denen geholfen haben auf jeden Fall. Wenn wir uns nicht beeilen, sind wir nicht mehr lange glatt heute. Okay, glatt heute. Mit diesem Dreck oder was? Verdammt, die Spur verloren. Nein, Piper! Kann jetzt nicht passieren. Steh auf! Schlechte Idee! Soll ich Piper wehtun? Hab ich das richtig verstanden? So. Oh. Komplett nackt. Oh, da ist irgendwas schiefgelaufen. Oh, muss ich aufpassen. Oh, muss ich aufpassen. Dann sind die Frauen komplett nackt. Oh, wir müssen aufpassen. Da sind sie. Aua, ich kann nicht rennen, ich bin überladen. Das ist meine Schuld. Der hat schon kaputt gemacht, das ist gut. Müssen wir irgendwas kurz schnell wegschmeißen. Ich muss unbedingt hier einen starken Rücken leveln, das geht. Die zwei Sachen. Das sind nur so Lederklamotten, die haben wir ja schon. Ich wollte halt alles mitnehmen, was irgendwie geht. Dass wir, ein bisschen mehr Ressourcen haben zum Ausbauen von Sanctuary. Das hat echt viel gekostet. Gerade Glas und Stoff habe ich viel für Deko gebraucht. Und da. So Lederkombo und so Kram natürlich gesagt, wir reden gelegen. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ich glaube auch, wir sind nicht. Wir sind aber auch falsch. Nicht nur allein, aber auch falsch. Hier ist irgendein Einkaufszentrum. Wollen wir gar nicht durch. Wir sind eigentlich komplett falsch hier. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt spürst du dafür. Tja, da müssen wir gucken, dass wir diese Frauen nicht immer looten. Die Tür, wo wir hin müssen, ist in die Richtung. Ja. Ich meine, die Stadt werden wir eh nie sauber kriegen, so. Wir müssen auf die Hauptstraße eigentlich hier. Das ist die Richtung, die ich gucke, und dann irgendwie nach in die Richtung, die ich gucke, ja. Irgendwie auf die Hauptstraße kommen. Mein Arm ist schon fast kaputt. Ein bisschen. Ich bin in der Stadt. Das brauche ich nicht. Oh, jetzt stabil. 60 FPS liegt nur an. Das sehe nur ich. Quasi. Dinner-Menu. So geile Poster. Ich liebe diese Poster. Diese 15-Jahres-Stil. Hier Döns. Hillbilly-Kram. Ist schon echt eine coole Sache. Leben will ich da nicht unbedingt 15 Jahre. Viel zu viele Vorurteile und so weiter. Aber so, also, so ist cool eigentlich. Fängt an zu regnen. Durch das Blue Storms kann es sein, dass wir radioaktiven Regen haben. Da müssen wir uns so echt verpieseln. Oh, das ist geengelt. Das ist sicher richtig.
auch nicht zermatschen. Ich bin nicht gleich wieder überladen, deswegen nehme ich nur Stimpack und Dreck mit. Vor allem das ganze Zeug. So, die Richtung ist schon mal ganz gut noch. Weil es ja keine Autos gibt, ne? Hat der Automat betrieben, ey, die müssen zumindest die Antriebe überlebt haben, gell? Eigentlich, wenn du es genau nimmst. Oh, Piper, du bist auch schon wieder da, sehr gut. Ach, du hast hier den Molly unten an der Hand. Ja, wenn wir jetzt hier geradeaus gehen, muss man zur Tür kommen. Ein bisschen verwirrend, die Stadt, ehrlich gesagt. Ich kann die Lokalkarte anschalten, warte mal. Das war, habe ich von Julia gelernt, bei Skyrim. Lokalkarte an. Und da sieht man, dass es ganz woanders ist, als wir eigentlich sind. Ist ja lustig. Wir müssen ein bisschen in die Richtung. Oh, was war denn Dreck? Kannst du dem reinhauen? Aber dieses Fleisch jetzt unbedingt brauchen. Wir können uns mal Maulwurfsratten braten. Bei Fallout 76 war das immer ganz gut, dieses Zeug gelumper. Ja, bei Fallout 4 nehme ich lieber Stims, ehrlich gesagt. Da könnten wir da hochgehen. Ich weiß halt nicht, wo das ist, ne? So richtig. Gehen wir da hoch. Könnte kein Fehler sein. Von oben sieht man die Welt besser. Karte. Da sind wir noch in unentdeckten Bereich von der Lokalkarte. Hier ist dieses Auto. Da habe ich noch gesagt, das Auto hier da, das ist. Warum gibt es hier eigentlich keine Autos? Ich bring eh keinen Fallschaden. Ah. Nee. Denken wir auch nicht. Irgendwie in die Richtung. In die Richtung. Da komme ich gerade her, ne? Hier ist das Auto, was ich eben gerade gelabert habe. Blöd. Ich bin. Da kommen wir nicht drüber. Ich war eben schon richtig, glaube ich. Ich hätte gleich auf die Lokalkarte gucken sollen. Die Stadt ist halt ein bisschen neu für mich. Ich glaube, bitte nachsichtig sein. Nicht, dass ich gleich angeschissen werde in den Kommentaren. Da tut mir auch leid. Die Richtung müssen wir. Ich möchte da nicht drüber. Wieso ruckelt das hier in der Stadt so? Ich mag an den 1 Millionen Texturen-Mods liegen, die ich drauf habe. Da ist die Tür. Warte mal, ich will hier drüber springen, gibt es gleich eine Tür. Hier gibt es ja nicht. Sensor meldet feindliche Präsenz. Hallo. Aggressor-Dron. Auf Befehl des Instituts. Bin. Institut. Hast du gesehen? Das Institut. Also Dron, ich hör's. Schon unsichtbar, der Blödmann.
ohne Baseballmütze. Was war das? Du willst mir noch. Giftmischer, Lachmuskete, Lasermuskete, Lachmuskete. Diese beiden Sim-Komponenten, die nehme ich mal mit. Sechs so viel. Ah. So, das heißt, ich muss hier irgendwas reinschmeißen. Ich schicke was mit der Post einfach. So, dann können wir wieder laufen. 10 Kilo kommen wir jetzt wieder. Wir müssen irgendwie über diese Mauer kommen da. Hast du das Gefühl? Ich sehe ja die Tür von hier aus. Aber wie? Kann der nur hier lang sein? Die Dings wieder hoch. Die Rampe wieder hoch. Und so Jangles, der Mondaffe. Da ist es. Da war auch keine Tür und nix, ne? Seitengasse auch nicht. Das Geräusch da. Was das sein? Oh, da ist ein. Aber ich hab ne Idee. Ich mir hänge dein. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Du willst tanzen? Du hast schon. Gut, du kannst nicht tanzen mehr. Wir. Meine Gute. Danke für deine Angebote, die kannst du nicht mehr tragen. Wo ist denn der Typ, oder? Und der nächste Nachruf. Das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Das freut mich auch. Ich hab keine Angst. Hast du Angst? Hoffentlich machst du sie groß und groß. Das ist aber wirklich ein bisschen hakelig. In der Aufnahme ist nichts zu sehen. Oh, muss ich entsperren? Warum? Nein, abgebrochen. Ganz kleines Mühe nach links. Bin ich so der Schlossexperte? Ah. Oh ja. Ja. Einfach das hier fallen. Alles klar. Okay. Soll aber nicht, dass wir jetzt zur Tür kommen, oder? Weil ich hier das aufgekriegt habe. Ach, vielleicht doch. Radio Trinity Signal empfangen. Können da mal kurz reinhören. Radio Trinity Top. Oder Mayday. Oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Ich glaube, die Supermutanten wollen mich bald fressen. Ich setze diese Nachricht auf Wiederholung. Oh Scheiße! Ich muss Schluss machen. Da kommt einer der Mutanten. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk so sagt. Der Vorhang ist gefallen. Jeder Funknachricht nach. Gut, dass wir das gleich mal geguckt haben. Muss man eigentlich immer machen gleich, wenn man die kriegt. Diese Funksignale. Wenigstens mal kurz reinhören. Manchmal ist ja nur Musik oder was. Aber manchmal ist halt auch eine Quest. Wir müssen jemandem helfen. Mayday, Rex Goodman. Das Gefühl, ich bin eine Runde gelaufen.
Das ist doch nicht wahr. Okay, da ist die Tür und da ist der Dings, der Durchgang. Ich bin irgendwie eine Runde gelaufen. Das ist so schwierig. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schwierig ist, da hinzukommen. Hier in die Richtung ist das, hinter dem Gebäude. Will ich hier vielleicht irgendwo noch hier rein, an der Seite? Aha, guck, da ist es doch, Mensch. Good Neighbor. Das ist der erste Aufenthalt. Ich war hier noch nicht, Good Neighbor. Ich tu mal die Waffe weg. So, da, Piper. Auf mal Good Neighbor. Bin ich gespannt. Bin von der falschen Seite reingegangen, von der ganzen Sache. Aber ich denke mal, ab jetzt können wir dann schnell reisen. Das ist dann schon einfacher. Das ist eine T-45. Ich finde, das ist gut, die Rüstung. X-01 hätte ich gerne. Okay, wollen wir die Rüstung hier stehen lassen? Warte! Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Verpiss dich? Versicherung? Sarkastisch. Wenn jetzt kein halt mir die dummen Arschlöcher vom Leib Versicherung ist, habe ich kein Interesse. Versicherung? Ich höre. Versicherung? Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir ja, alles, genau, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Oh. Wieso musstest du sowas sagen? Hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Ja, sind keine Brüder. Bin dann von einer Mutter. Sieht ja aus, Alter. So, ich nehme mal hier raus, nehme mal den Fusionskern raus, nicht, dass die rumfahren in meiner Kiste. Bist du ein Ghoul? Du bist ein Ghoul? Ganz genau. Gefällt dir mein Gesicht? Ich finde, es verleiht mir einen sexy König der Zombies-Look. Kommt super an bei den Ladies. Pass auf. Hier sind eine Menge Rat-Freaks wie ich unterwegs. Du solltest solche Fragen das nächste Mal also vielleicht besser für dich behalten. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Cool, das finde ich gut. Good Neighbor, so heißt der Ort hier? Good Neighbor? So heißt der Ort hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Aha, alles klar. Okay. Greif einfach zu. Jo, mach ich. Wieso trage ich schon zu viel? So, und ich höre gerade aus dem Off, dass die Folge gerade vorbei ist. Deswegen werden wir uns in Good Neighbor beim nächsten Mal umschauen. Piper, hier, wie sieht's bei dir aus? Hey! Nach dir. Hey, Piper. Hey, hier, damit du wach bleibst. Funktioniert bei mir immer. Ist eine gute. Was meinst du hier dazu? Wie wär's mit einer Liste der besten Freunde des Instituts? Okay, leider keine Neuigkeiten hier. Du hast die Railroad erwähnt. Angeblich bieten. Dazu fällt mir nur ein. Okay, ich komme nicht raus, das ist der Gesprächsoption. Was weißt du über die Piper immer so? Weißt du noch, die Gruppe, die du in Concord gerettet hast? So, aber was Piper uns zu erzählen hat und was wir alles zu tun haben, das sehen wir dann leider erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.